liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen ersten von zwei keltischen Mittwochen und vor uns liegt die Mond-Pluto-Opposition an einem zweiten Mittwoch am 24.05.2023, 7 Monate vor Weihnachten. Es ist noch genug Zeit, um Weihnachtsgeschenke einzukaufen und möglicherweise werden dann, wie sagt man, Konserven als sehr wertvolle Weihnachtsgeschenke betrachtet werden. Vielleicht noch nicht diese Weihnachten, aber es könnte sich dann interessant weiterentwickeln. Zunächst noch in eigener Sache, bitte am 27. Mai, Samstag um 14 Uhr treffen wir einander am Kirchenplatz vor der Pfarrkirche St. Ottmar. Ich habe dazu auf Telegram schon einiges dazu geschrieben und wenn du kannst, bitte auch eine Sitzunterlage mitnehmen. Vielleicht werden wir die Zeit finden, eine kurze Meditation zu machen oder Energie zu testen oder was auch immer wir dann gemeinsam unternehmen werden. Ja, bevor wir hier mitten ins Horoskop hineinspringen, eine freudige Nachricht, ein dreifacher Harry dieses Mal, also das ist, ich war sehr glücklich, also Hotelzimmer, um also Megan zu entkommen, also großartig, war schon, habe mich sehr für ihn gefreut und ganz witzig, also hier jetzt wird ein James Bond wird sozusagen hier einen Ausflug machen, eine fast katastrophale Verfolgungsjagd soll es hier gegeben haben, also wunderbare Schlagzeilen. Es ist wirklich nichts Wichtigeres, also man findet kaum etwas Wichtigeres und hier jetzt führt er ein geheimes Doppelleben. Ja, das ist eine sehr gute Frage, vielleicht ist das der befürchtete Doppler-Effekt, man weiß es nicht, aber sehr, sehr spannende Entwicklungen und wie gesagt, die Medien haben tatsächlich kaum bessere Schlagzeilen anzubieten und man muss halt bekanntlicherweise nehmen, was da ist. Also wir nehmen auch hier diesen Aspekt, der da ist. Warum habe ich mich für die Mond-Pluto-Opposition entschieden und nicht für die Mond-Mars-Konjunktion? Nur aus dem einfachen Grund, weil uns hier diese T-Quadrat-Konstellation Mars-Jupiter-Pluto über den Mond hervorgehoben noch einmal begegnet. Ich hoffe zum letzten Mal, weil dann haben wir diesen Aspekt, glaube ich, in aller Intensität genossen. Mond-Pluto-Aspekte stehen immer für große Intensität, für Leidenschaft, aber auch für die Bereitschaft, sehr intensive Erfahrungen machen zu wollen und haben natürlich starke Auswirkungen auf den Körper, denn der Mond steht für den Körper und Pluto steht für Transformation. Und dieses Thema, dieses plutonische Thema des Aspektes wird auch durch den Aszendenten angezeigt. Wie wird das angezeigt? Wir haben nämlich Aszendent Waage auf Schützegraden. Wo ist da jetzt der Pluto drinnen? Naja, wir haben zunächst einmal hier den Hinweis auf höheres Wissen, auf das 9. Haus. Wo befindet sich die Venus? Die Venus als Herrscherin des Aszendenten, also als Geburtsregentin, befindet sich auf Skorpiongraden im 9. Haus. Also das heißt, man findet hier in der eigenen Heimat Krebs, große Geheimnisse, Groß Schütze oder 9. Haus und Geheimnisse steht für Skorpiongrade von 17,30 bis 20 Grad haben wir Skorpiongrade. Also das heißt, die Venus zeigt uns auch schon ein bisschen, worum es hier geht. Aber der Hauptaspekt ist natürlich die Mond-Pluto-Thematik und wie wir schwer übersehen können, ja, es ist unübersehbar belagert der Mond und der Pluto, also sie belagern gemeinsam den Meridian, die MC-IC-Achse, was natürlich eine sehr starke Bedeutung für das Volk hat, für die Bevölkerung. Wir sehen Pluto an der Spitze des 4. Hauses, kurioserweise Pluto im Wassermann, IC im Steinbock. Oben hier genauso, Mond bereits im Löwen, MC noch im Sternzeichen Krebs. Also das heißt, eine sehr enge Besetzung. Wir können das hier gleich anschauen. Und zwar Mond 0 Grad 14 Minuten und die MC-IC-Achse 29,10. Also das heißt, so ungefähr 1 Grad entfernt. Also doch eine sehr klare Botschaft, auf welche uns das Horoskop hier hinweisen möchte. Das Horoskop dauert ca. 14 Tage, das heißt, wir haben hier eine Woche, hier ist die zweite Woche, das heißt, ein Quadrant ist eine
halbe Woche, also 3,5 Tage. Wenn wir das vom 24. an rechnen, dann kommen wir hier auf den 27,5. Nennen wir es den 28. Das heißt, wie ich das immer wieder gesagt habe, wir werden Ende Juli, falsch, Ende Mai natürlich, wir werden Ende Mai, Anfang Juni ein starkes Ereignis sehen, wo für die Menschen eine Art Erweckensprozess, ein Aufwachprozess stattfindet. Wir haben die Venus nicht nur als Geburtsregentin, sondern auch als Herrscherin des 8. Hauses. Das heißt, wir sehen hier den Niedergangsprozess, 8. Haus, unserer Heimatländer. 12. Haus wird auch von Venus beherrscht, welcher vertuscht, verheimlicht wird im Zusammenhang mit dem fernen Ausland. Also das heißt, wir sehen hier auf jeden Fall einen sehr, sehr intensiven Prozess. Ja? Also das heißt, diese 14 Tage sind ganz sicherlich nicht zu unterschätzen. Wir haben hier sowohl Aszendentenachse als auch Meridianachse kardinal gestellt. Also das heißt, hier haben wir große Aktivitäten. Also das ist eine sehr dynamische Phase. Und hier richten sich Konzepte und Projekte sehr stark auf das 4. und auf das 7. Haus. Ja. Wir können aber auch hier im Bereich von, Erfolg, ja, 10. Haus, können wir hier ebenfalls einiges an Energien sehen, weil eben der MC doppelt stark besetzt ist, was natürlich auch für die Regierung einen starken Impuls bedeutet. Spannenderweise steht nämlich der Mond als Herrscherin des noch 10. Hauses am MC, aber bereits eingeschlossen im Löwen. Ja? Also das heißt, ja, hier könnte es zu einer spannenden Entwicklung kommen, denn Mond steht immer in Zusammenhang mit der Bevölkerung, und dass jetzt hier die Regierung auch durch den Mond repräsentiert wird, könnte sich natürlich für uns aufklärungsspezifisch sehr interessant darstellen, denn hier geht es um eine sehr intensive, um eine sehr machtvolle Beziehung zwischen den beiden. Der Mars, der hier diesen beiden quasi, kann man sagen, sekundiert, heizt die Energie natürlich jetzt sehr, sehr stark an. Ja? Obendrein im Löwen, ja, ist er ja auch sehr, sehr stolz besetzt. Er ist auch der Herrscher von 7 und er ist auch gleichzeitig der Herrscher des 2. Hauses. Also das heißt hier, gut, kommen wir dann später darauf zurück, was das bedeutet, aber lassen wir hier mal am MC in Konjunktion mit Mondherrscherin des 10. Hauses für die Regierung stehend. Das heißt, hier haben wir es mit großer Wut zu tun. Ja? Also das heißt, die sind sehr, sehr wütend. Ja? Die sind sehr, sehr wütend und wir haben hier eben starke Ausbrüche und natürlich auch intensive Streitigkeiten. Ja? Intensive Streitigkeiten, die hier natürlich auch durch Jupiter multipliziert werden. Jupiter als Herrscher des 3. Hauses, wenn wir das jetzt einmal als Kommunikation nehmen, Herrscher von 3 in 7, würde natürlich dann hier auf eine starke, intensive Streitenergie weisen. Ja? Also das heißt, um den 28., 27., 28. muss irgendetwas geschehen, was die Gemüter im ganzen Lande offensichtlich erzürnen wird. Ja? Also das heißt, hier kommt eine Art Ausbruch. Ja? Hier kommt ein heftiges Ereignis um den 27., 28. Ich bin selber neugierig, was das sein wird. Wir bringen uns eben in der Wandergruppe sozusagen in Sicherheit. Bin schon neugierig, was da kommen wird. Ja? Würde mich selber sehr interessieren. Denn wir haben wieder, ja? Wir haben wieder das Thema. 4. Haus ist besetzt, Spitze 4. im Steinbock, das heißt für die Bevölkerung eine sehr entbehrungsreiche, eine harte Zeit, eine disziplinierte Zeit. Und der Herrscher des 4. Hauses, Saturn, befindet sich im 5. Haus. Das heißt, hier haben wir wieder den hartnäckigen Versuch der Bevölkerung, den Wohlstand zu behalten. 5. Haus steht für
Wohlstand, für Wachstum im Land etc. Aber wir sehen, wie wir das die nächsten Jahre weitersehen werden, dass der Saturn in den Fischen eben eine sehr ängstliche, eine vorsichtige, eine schwache Besetzung ist. Das heißt, er fühlt sich in den Fischen gar nicht wohl, weil Saturn möchte ja Strukturen aufbauen und Fische-Energie löst die Strukturen wiederum auf. Aber wir haben gesehen, er befindet sich auf Zwillinge-Graden, 5 Grad bis 7 Grad 30. Das heißt, wir haben hier auch eine sehr starke Kommunikation innerhalb der Bevölkerung. Aber was mir natürlich mehr Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass Uranus, eingeschlossener Herrscher des Sternzeichens Wassermann im vierten Haus, auf Skorpiongraden an der Spitze des achten Hauses steht. Das heißt, wir haben hier einen verheimlichten Prozess des Niederganges, einen verheimlichten, warum verheimlicht, weil es eingeschlossen ist, verheimlichten Prozess des Sterbens. Und wir sehen auch hier gleichzeitig Sonne, eingeschlossener Herrscher des 10. Hauses, auch im 8. Haus. Ja? Und wir sehen auch, dass Sonne Spiegelpunkt zu Neptun bildet und auf dem Fixstern Mirfak steht. Ja? Und was das bedeutet, würde ich sagen, schauen wir uns dann einfach im zweiten Teil näher an. Ende.